Hallo meine Lieben und herzlich willkommen, es ist wieder Wish-Zeit, denn ich habe bei Wish bestellt und ich habe ein paar Tipps für euch, die ich euch gerne mal zukommen lassen möchte. Und zwar fangen wir gleich damit an, nicht lang schnacken, Kopf im Nacken, ihr versteht, was ich meine, so ist es und so bleibt es. So, jetzt passt mal auf. Bei Wish, was ist das eigentlich? Wish ist eine Plattform, auf die ihr Sachen bestellen könnt, das ist alles von Klamotten, Elektronik, Kinderspielzeug, Erwachsenenspielzeug, Nerdkram, Drohnen, alles mögliche, Retro-Konsolen, teilweise nachgemacht, teilweise so ein bisschen Replika. Aber wenn ihr ein bisschen guckt, dann könnt ihr auch ein paar coole Sachen bekommen. Ich bin ja da immer dieser, also ich kaufe da immer gerne nerdige Sachen, das muss ich ganz ehrlich zugeben. Was mir gefällt, so zum Thema Film, Fernsehen, Figuren, habe ich ehrlich gesagt schlechte Erfahrungen mitgemacht, dazu komme ich gleich noch. So, also Wish ist nur eine Plattform, ähnlich wie eBay, ne, wo Firmen und Kleinfabriken in Japan, in China, ich glaube auch in der Türkei, ich bin mir jetzt da nicht so sicher. Auf jeden Fall können die ihre Sachen da anbieten, deswegen, wenn ihr zum Beispiel Harry Potter sucht, dann bekommt ihr dasselbe Kostüm dreimal. Dann ist es aber zu verschiedenen Preisen und das heißt dann, dass es meistens immer andere Fabriken sind, die den gleichen Artikel herstellen und den euch anbieten. Dann könnt ihr euch den billigsten raussuchen. Ihr müsst natürlich immer gucken, denn bei Wish ist es immer ein bisschen versteckt mit den Versandkosten. Es gibt teilweise Produkte, die kosten euch gar nichts, die sind kostenlos oder kosten 1 Euro. Und wenn ihr da ein bisschen runterscrollt und bei Versand guckt, dann müsst ihr immer 1, 2, 3, 4, ich glaube bis zu 10 Euro, es kommt immer auf die Klamotten sind relativ teuer zum Versenden, weil das Paket ja entsprechend groß ist. Also im Grunde genommen zählt ja, je größer das Paket, desto teurer sind die Versandkosten. So ist es doch. So, jedenfalls ist es halt eine Plattform, auf die verschiedene kleinen Fabriken ihre Produkte anbieten. Wie gesagt, das ist alles von, ich glaube, da gibt es sogar 3D-Tapeten, 3D-Aufkleber, Alles, was ihr euch vorstellen könnt, könnt ihr da suchen. Und jetzt sind meine Tipps dazu. Sucht auf Deutsch und auf Englisch. Also den Artikel müsst ihr auch auf Englisch suchen, denn dann bekommt ihr teilweise sogar mehr Vorschläge, mehr Artikel. Bei Sachen, die selbsterklärend sind, wie Dragon Ball zum Beispiel, dann braucht ihr natürlich jetzt nichts auf Englisch eingeben. Da müsst ihr nicht Drachenball und Dragon Ball eingeben, das ist natürlich klar. Aber so Sachen wie zum Beispiel mir fällt jetzt nichts ein! Teppichstopper, Ring, nee, das ist auch dasselbe. Hülle und Case zum Beispiel, na, das wäre zum Beispiel ein gutes Beispiel. Das wäre zum Beispiel ein gutes Beispiel. So, es gibt verschiedene Zahlungsmöglichkeiten von Kreditkarte, ich glaube mittlerweile auch PayPal. Bin ich mir jetzt aber nicht so sicher. Ich mache das immer gerne über diese Klarna-App oder Klarina. Heißt sie Klarna oder Klarina? Ich muss mal ganz kurz gucken. Wie heißt sie denn nun? Klara oder Klarina? Klarna heißt sie. Das ist eine Bezahlplattform. Da könnt ihr dann drüber bestellen und dann sind diese Artikel auch auf jeden Fall versichert und ihr bekommt euer Geld, falls was nicht stimmt, bekommt ihr 100% euer Geld zurück. Das würde ich auf jeden Fall immer empfehlen. Allerdings bietet Klarna auch Sachen an, wie zum Beispiel in 30 Tagen bezahlen oder in Raten bezahlen. Würde ich allerdings nicht empfehlen, denn das ist meiner, also ich bin der Meinung, dass es immer mit extra Gebühren verbunden ist, ja klar, die wollen ja auch irgendwie ein bisschen Geld verdienen an dir. Und dann wird so ein Artikel, der kostenlos ist oder eine Reihe von Artikeln, die in Anführungsstrichen günstig sind, mal eben teurer, weil ihr dann Gebühren bezahlt. Ne? Das ist so mein zweiter Tipp. Der dritte Tipp, den ich für euch habe, bestellen und Geduld haben. Das ist das Ding. Also bei Wish kommt es an von innerhalb von einer Woche teilweise bis zu 1-2 Monaten. Das kann natürlich sein. Es gibt zwar eine Sendungsverfolgung, es steht da meistens immer, es hat die Fabrik verlassen, es ist irgendwie am Flughafen, es ist über einen Transportweg. Und dann, wenn es beim Flughafen durch ist und irgendwie steht Airmail oder so, dann aktualisiert sich das nicht, weil dann können sie, dann wird der Versand halt nicht mehr verfolgbar sein für die aus China zum Beispiel. Es heißt Geduld, abwarten, es gibt da immer eine Frist, die man abwarten muss, wenn der Artikel nicht angekommen ist. Danach kriegt ihr euer Geld zurück, wenn ihr es nicht bekommen habt. Da habe ich bisher keine negativen Erfahrungen gemacht, auch wenn ein Artikel hier defekt ankommt. Wie zum Beispiel die Batman-Figur, die ich mal hatte, die könnt ihr euch auch mal in einem anderen Video angucken. Da habe ich eine Batman-Action-Figur und die war wirklich billig, die war nachgemacht, die war halt ein Plagiat. Und die ist schon defekt hier angekommen, also die hatte schon ein abgebrochenes Teil. Ich habe mein Geld problemlos zurückbekommen. Ich konnte den Artikel hinterher behalten, den habe ich zwar weggeworfen, weil er total Mülle war. Aber es ist halt nett, dass sie halt so zuvorkommen sind. Ich habe bisher da keine schlechten Erfahrungen gemacht.
Dass ein Artikel mal nicht ankommt, das kann vorkommen. Das ist auf jeden Fall bei mir schon ein paar Mal passiert. Jetzt kürzlich auch. Ich hatte so ein Nachtlicht bestellt für den Fußboden. Also wenn man über den Flur geht zum Beispiel und das Licht nicht extra anmachen will, dann hat man halt so einen kleinen Leuchtstreifen, der an der Wand leuchtet. Dann weißt du, aha, da geht's lang. So im Halbschlaf. Fand ich ganz cool, sah ganz cool aus. Ist leider nicht angekommen. Passiert halt. Wie ist es mit dem Zoll? Zoll ist immer ein Thema bei vielen Leuten, die haben auch Angst, so, nee, ich will nicht zum Zoll rennen, nachher sagen die irgendwie, ich habe nachgemachte Sachen bestellt und krieg dann Ärger oder so. Keine Angst, bis 20 Euro ist meistens immer zollfrei, dann ist da oft so ein grüner Aufkleber drauf hier, so wie dieser hier, dann steht da von zollamtlicher Überprüfung befreit. Dann kommt das locker bei euch an. Wie gesagt, bis zu ein, zwei Monaten kann das dann dauern. Ich habe mal eine Spielekonsole, übrigens auch in einem meiner anderen Videos, die nach, ich glaube, 1,5, 2 Monaten ist die jetzt angekommen. Und ich hatte mein Geld schon zurückbekommen. Und Wish war natürlich so nett. Die haben gesagt, ach, scheiß drauf, weißt du. Ich habe keine Ahnung, wie die das machen. Wahrscheinlich ist das ein Versicherungsfall. Auf jeden Fall war okay. War ganz nett. Habe ich mir auf jeden Fall, war cool. So, was habe ich in der Wish Schönes gekauft? Bei der Comic-Con im Dezember letzten Jahres, also 2017, hatte ich mir gedacht, ich mach's ganz cool, wenn wir über die Messe gehen. Ich hole mir so ein schönes Green Lantern-T-Shirt. Hat nicht gepasst, das muss ich sagen. Ne? Bei Wish musst du natürlich immer ein paar Nummern größer bestellen. Und wenn du so ein XXL-Typ bist wie ich, ne, dann ist das immer so ein Glücksspiel. Also dieser Pullover hier, ich bin ja so ein Mensch, der hat 2XL bis 3XL. Es kommt mal halt drauf an, ne? Von Hersteller zu Hersteller ist es mal ein bisschen anders. Dieser hier ist 6XL und er passt gerade so. Es ist halt für den chinesischen Markt hauptsächlich produziert. Das bedeutet, ne, die Chinesen sind ein bisschen schmaler von der Statur her, die sind auch ein bisschen schmaler gebaut. Das heißt, die dicken Chinesen, die sind halt auch ein bisschen schmaler. Es ist nicht rassistisch, es ist halt vom Körperbau ist es halt so. Und das ist halt auch angepasst an die Mode. Das ist halt nicht wirklich direkt für den europäischen Markt produziert, sondern für den asiatischen Markt. Und das ist halt das Ding, dass du es dann ein paar Mal größer bestellen musst. Wenn du ein bisschen dünner bist, ne, dann langt wahrscheinlich auch, wenn du dann normal ein L-Typ bist, wenn du dann XL und XXL auf Nummer sicher kaufst, dann passt das auf jeden Fall. Ne. Dann schneidest du halt das Etikett raus, ne, falls dir das irgendwie peinlich ist. Aber das ist halt, es ist halt so. Wenn du billige Klamotten willst, dann musst du da halt auch mit leben, dass du dir zwei Nummern größer bestellst. Auch für die Ladies, ne? Wenn ihr eine 36 habt und eine 40 bestellen müsst, ich glaube, das ist gar nicht so. Bei Ladies ist es eine Nummer größer, weil, ja, ihr seid ja von Natur aus dann auch ein bisschen schmaler als Männer. So, jetzt habe ich mich um Kopf und Kragen geredet. Jetzt fangen wir an hier mit dem ersten Artikel. Wie gesagt, ich wollte ein Green Lantern Shirt haben und ich wollte so einen Ring haben. Und dann habe ich mir hier diesen Green Lantern Ring geholt. Ja, der ist halt, ja, ist halt ein normaler Ring. Der dreht sich den Finger um. So. Es ist halt ein bisschen so die Laterne angedeutet und ein grüner Stein in der Mitte. Und dann hast du hier so den Ring, den Green Lantern. Was hat das denn gekostet? Gar nichts. Es war kostenlos, der Versand hat allerdings 2 Euro gekostet, also im Grunde genommen hat das 2 Euro gekostet. Und ich bin mit der Qualität zufrieden. Es wird zwar ordentlich Nickel drin sein, wahrscheinlich, weiß ich, ich habe keine Ahnung, was da noch drin ist. Es ist halt ein Schmuckstein aus Plastik, schätze ich mal. Nichtsdestotrotz, für so ein kleines Cosplay wäre da halt ganz cool gewesen. Hat nicht geklappt, wie gesagt, das T-Shirt war zu klein. Der Ring passt aber sehr gut. Da sind die Ringgrößen eigentlich auch ganz cool. Also ich glaube eine 12 ist das hier. Ne? Und da passt ganz cool. So, jetzt zu weiterem Cosplay. Natürlich mache ich mir aber zu Gedanken so, ein Dicker wie ich, was kann ich für ein Cosplay machen, ohne dass es lächerlich wirkt? Natürlich, ein Raider könnte ich spielen oder ein Ghostbuster. Ne? Und da habe ich mir hier 2 von diesen Ghostbusters aufnähern geholt. Ne? So, hier sieht man die nochmal. Kann man das jetzt irgendwie so... Ja, ne? So, da seht ihr schon, dass der relativ günstig verbaut ist und dass die Augenbrauen ein bisschen zusammengenäht sind. Ist nicht so schön, aber vom Weiten her sieht es eigentlich ganz cool aus. Die waren auch kostenlos. Ich habe 2 bestellt und 4 bekommen. Ich weiß nicht, warum. Wahrscheinlich hatte der in Japan da keine Ahnung, hat falsch gelesen. Die haben auf jeden Fall 3 Euro Versand gekostet. Die Versandkosten ändern sich übrigens auch, wenn du mehrere Artikel bestellst. Also wenn da bei einem Artikel steht 0 Euro plus Versand 2 Euro und du bestellst 2 Artikel, dann wird der Versand komischerweise natürlich teurer. Komischerweise natürlich. Jedenfalls habe ich 2 bestellt und 4 bekommen.
Also manchmal ist es auch ein Glücksspiel, was du bei Wish bekommst. Das kann mal passieren, wenn die Verpacker es zu gut meinen. Vielleicht dachten sie sich auch, ja, hier die Marge war nicht so geil mit den Augen, dass sie so ein bisschen zusammengetackert sind. Dann schenken wir denen halt noch zwei Stück. Ich habe keine Ahnung, was da los war. Ich beschwere mich nicht, jetzt habe ich 4 davon. Jedenfalls 3 Euro, finde ich ganz in Ordnung. So, jetzt kommen wir zu dem schönsten Stück, muss ich mal sagen. So, ich mache mal hier das Ding wieder drauf. Das kam tatsächlich so an. Das ist halt Styropor mit so ein bisschen Seidenpapierstöffchen und noch ein Dings darüber. Und was könnte das sein? Es ist natürlich ein Harry Potter Zauberstab. So, und jetzt sind wir natürlich bei den Plagiaten, beziehungsweise bei den Repliken nachmachen. So, es ist halt wahrscheinlich kein Patent drauf auf so einem Zauberstab. Wahrscheinlich das Design sollte eigentlich geschützt sein. Es kam allerdings problemlos hier an. Es musste nicht zum Zoll oder sonstiges. Hier sieht man noch diese Sprüche-Dinger. Und es ist der Dumbledore-Zauberstab, der Elder-Stab, falls ihr Harry-Potter-Fans seid. Und ich muss sagen, der fühlt sich wertig an. Also, es ist dieses Hartplastik, Gussplastik, ich habe keine Ahnung, das ist ja, wie heißt denn das, Duracell-Harz-Kunst-Harz-Ding. Sieht handbemalt aus, also ich schätze mal nicht, dass man das mit so einer Maschine hinkriegt. In China machen sie ja so viel mit der Hand, also mit Handbemalung und so. Ich muss sagen, der sieht richtig gutwertig aus, denn ich habe ja ein Original Warner Brothers Produkt hier. Und zwar ist das hier, ne, so ein Ollivander, der kommt dann in so einer Holzkiste an. Und das ist ja mein Zauberstab von Sirius Black, weil Sirius Black mein Lieblingscharakter ist. Und der hier hat auch ein Trademark von Warner Brothers, ne? Und ja, also ein Trademark von Warner Brothers, das ist also ein Originalprodukt. War extrem viel teurer als dieses Produkt, aber von dem Material fühlt sich's auf jeden Fall gleich an. Vom Gewicht her fühlt sich's sehr, sehr gleich an. Es ist halt nur die Schachtel nicht dabei. Und ich lasst mich lügen, ich glaube, der hier hat 50 Euro gekostet. Der kostet locker ein Fuffi, mindestens. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich habe es, glaube ich, geschenkt. Ich habe es geschenkt bekommen. Also ich weiß nicht genau den Preis. Aber günstig ist der auf jeden Fall nicht gewesen. Und dieser hier hat gerade mal 4,50 Euro gekostet plus 3 Euro Versand. Das heißt, es hat 7,50 Euro gekostet. Und der ist wirklich wertig. Also für Cosplayer, ne? Auf jeden Fall, kann man machen. Und ich muss sagen, passt. Die Verpackung, naja, war halt nicht so der Bringer. Aber wenn ihr nur die Zauberstäbe wollt und die nicht extra, also wenn ihr dann damit leben könnt, dass sie halt nicht von Warner Brothers sind und dass Warner Brothers dann halt jetzt keine 50 Euro bekommen hat, dann lohnt sich das auf jeden Fall, die Dinger für 7,50 Euro dann zu kaufen. So, die drei Sachen, was haben die gekostet? 7,50 plus 3 Euro sind 10,50 plus 12,50. Hat der Spaß gekostet, muss sagen, war nicht schlecht. Clarina gekauft, bar bezahlt, ich glaube PayPal war es, ne? Hab auch schon mit Kreditkarte bezahlt, hab auch kein Schmuh oder so damit bekommen, also habe ich bisher auch keine schlechten Erfahrungen gemacht. Ich kann sagen, wenn ihr Bock drauf habt, schaut auf der Seite mal vorbei, ich werde dafür nicht bezahlt. Ich mache das, weil ich davon tatsächlich überzeugt bin und weil es euch interessiert, denke ich mal, meine Erfahrungen mit euch zu teilen. Ich habe noch andere Videos von Wish und von anderen Plattformen wie Joom und AliExpress. Könnt ihr in der Endcard sehen. Ich würde mich jedoch freuen, wenn ihr mir ein Abo da lasst. Das kostet euch nichts, supportet mich ein bisschen. Lasst mir auf jeden Fall einen Daumen da und teilt das Video, wenn ihr Bock habt. Ich habe keine Ahnung, macht was ihr wollt mit dem Video. Auf jeden Fall freue ich mich, wenn es euch gefällt. Und ich sage bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen, gern geschehen und tschüss bei Wish.